Jomskonis, Leute. Heute zocken wir wieder Pokémon, Strahlender Diamant, LOL. Letzte Folge haben wir Lumina zerstört. Und jetzt gehen wir nach Fleetbush. Leider konnte sich Sude und so letzte Folge nicht entwickeln, aber dafür Lavita. Und jetzt haben wir ein Pupita, was immer noch scheiße ist, aber so, als Lavita. Pudizia! Fucking Winkall! Lass mal hier rüber gehen. Ich will mal ein paar Tränen auf das Maul hauen, damit ich mal ein bisschen. Niki is dead! Let's go! Oh, Sude. Nicht so wild hier. Nicht so wild heute. Du musst die Leute nicht auseinandernehmen. Ich weiß, letzte Folge hast du alles zerstört, aber. Alter. Nicht so wild heute. Aber Sude ist der Welt schon. Alter, Sude, einfach krank. Absolut behindert. Leider. Sude hat sich entwickelt. Das ist jetzt einfach schon. Folge, perfekt. Moment der Folge. Wir können aufhören. Ja, wow. Was soll Raphael da tun? Genau. Raphael fliegt in der Luft, ohne zu flattern. Mein Gott. Komm mal, das ist Level 36. Das erste Level ist das Ding aufgestiegen. Jetzt entwickelt sich ja jetzt. Let's go. Yeah. Raphael entwickelt sich. Jetzt ist Raphael strong. Raphael sollte theoretisch stronger als Niki sein, von der Sets her. So Angriff her. Das ist auch das Einzige, was mir so ein Ding ist. Deswegen ist beschissen, dass es Niki Minusangriff hat. So, erstmal die Beine jetzt vergleichen. Oh, komm mal, Leute, entwickelt sich. Jetzt ist das Ding auch mal strong. Diese Entwicklung zurzeit, einfach nur abnormal. Knaxel. Niki hat Angriff 90. Und ja, und Raphael hat 97, Alter. Hat mehr Verteidigung, aber Niki ist schneller als Raphael. Aber hat aber auch mal Spezialverteidigung. Hat Niki wahrscheinlich einen höheren KP-Wert. Vielleicht. Sude ist halt 101 Spezialangriff. Abnormal krank speziell. Oh nein, das ist ja der Typ. Ups. Herzkupfer. Bitte einfach den hiesigen Einsatz darauf, oder? Dann sollte es wie immer verpufft, ob du dazu mal bereit bist. Und ich nehme es einfach auf als ich. Mit meinen niegenlangen neuen Ohren. Gustav Hans. Was? Wenn wir weitermachen, dass ich verloren habe. Und er soll 4000 Euro. Let's go. Sude wird die Arena einfach niederhauen jetzt. Ah. Das ist der Orden von Nützling. Verstehe. Du hast also meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Aber im Gegensatz zu Fight. Werde ich eine richtige Herausforderung für dich sein. Ach, diese Steinstar haben wir, Alter. Deine Schaufel. Schlecht, aber zum Basics. 3 Cent kostet die, Junge. Hier, ich hab Sude. Sude ist meine Schaufel. Holy crap, what the fuck? Komm, Sude, du kannst das Ding rausnehmen. Du schaffst das, Alter, du schaffst das. Oh, egal, Sude, nicht so, ne? Komm, Sude. Du bist zwang, knall das Ding weg.
Verwandle es zu einer Bratpfanne. So ist es nicht mehr verwirrt. Let's go, Suter. Oh mein Gott, ein Stalos. Geh. Oh, kacke Erdbeben. Das hast du Damage, aber. Wow! Wow, 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 wow. Ist sie nicht, weil ich die angreifen kann, weil ich paralysiert würde, was einfach lucky ist. Komm, Raphael, mach. Let's go, ein Nahkampf. Sorry, sorry Raphael, ich liebe dich. Niki, du schaffst das. Ich vertraue dich sehr doll. Dann ist das Ding raus und dann kommt Suter und klärt das andere Ding weg. Ich weiß, dass Niki Metz nicht braucht. Sandsturm, das ist einfach lächerlich. Top-Genesung, okay. Aber Brie, einfach nur Brie an dieser Stelle. Du musst einfach den Damage rauszuhauen, wie es geht. Die geben gleich richtig Damage bekommen, wenn er angreift. Also das Stolos. Die kämpft sich halt gerade in den Boden, Alter. Pyroball. Okay. Und man nackt aber einfach. Hypertrank, wow. Ja, da ja. Niki ist einfach tot. Niki ist einfach tot. Niki ist minus 5, glaube ich, gerade. Alter, Hilfe, Hilfe. Ja, Niki ist tot. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das Erdbeben Sude killt, man. Sude ist einfach Attack-Maschine eigentlich. Komm, probier bitte als Tank kurz rein. Nicht angreifen. Wollte. Kummo mich. Wir machen Sude für den, fürs nächste Pokémon. Und Stalos ist gerade relativ scheiße, also lol. Beleber. Raphael war richtig sogar. Bei Raphael hat noch Dings. Kacke. Leute, Publikum hat überlebt. Let's go. Das ist sehr wichtig, sogar sehr wichtig. So, jetzt kommt Gego rein, nimmt das Ding schnell raus.
Und wird dann als Free Switchen benutzt. Also ich greife noch an mit den Dingen, aber. Weil ich denke nicht, dass es skillen wird. Aber jetzt kommt ja ein Hypoteros. Hypoteros heißt das Ding. Auch wenn das Level 37 nice. Heißt Hypoteros. Glaubt schon. Volteros. Volteros war das. Diego sollte sogar schneller sein. Und das Ding einfach verbrennen, wie bescheuert. Das ist schon ein guter Vordermatch. Steinkante, Alter. Diego lebt noch. Er will sogar, glaube ich, den Sandsturm. Der hat sich gerade gelegt, lol. Er hat einfach noch einen Flammenwurf raus, Alter. Hilfe. Diego gerade richtig hart am Arbeiten. Lol, Feuer. Wichtig, wichtig. Aber hat Bäre. Vielleicht Healung? Ja. Er trifft nicht. Er trifft einfach nicht. Flammenwurf. Oh, Gego. Gut gemacht, Gego, gut gemacht. Einfach Lieblings-Pokémon immer noch. Ja, Verbrennung hat der Dinger Verbrennung. Jetzt kommt einfach Raphael rein, macht Nahkampf, lol. Juckt mich nicht, ob er hier eigentlich gerade. Hab noch Suda. Und Suda sollte einen Hit hängen. Also, das denke ich zumindest. Ich bin noch nicht Ende, mein Pokémon und ich gebe niemals auf. Oh, das war einfach. Das war sehr einfach. Ha, Adam. Tot. Gutes 800 Euro, let's go. Ich glaube, ich kann davon sogar die Beleber bezahlen, oder? Keine Ahnung. Und dann können wir deine Stärke berechnen hier mit dem Minenorden. Let's go, 6. Orden. Minenorden, let's go. Bockhaupt Stärke, genau. Jetzt Sticker, die Adam verwendet. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Egal, Leute. Damit würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich auch, ciao. Wir sehen uns. Nächste Folge.